Verhaltsdatum 22. August 2008. Ja, und so. Hi, das wird ein das Fest. Kann gar nicht ich habe werden. Deinen Püstern ein paar extra Tricks. Jeder muss beigebracht. So, hey, ich meine, dein Gastgeber sagt dir, es ist relativ frisch. Ja, relativ, ihr werdet so 2 Monate alt. Ja, okay, und dann ist das Ding fast 4 Jahre alt. So ein bisschen doof. Relativ, ne? Relativ ist immer Definitionssache. Ja, ich weiß, aber dennoch, ich habe nicht gedacht, dass das Ding erstmal fast so ein Äon hinter sich hat. Endgeiles Fratzengeballer! Schön. So. Boah, ich lerne hier so viele neue Sprüche. Ob ich es in der Schule anwenden sollte? Hey, du verstehst tatsächlich was von Flurbereinigung? Ich glaube, das muss ich dann mal beim Völker beibringen. Endloses Fratzengeballer. Endgeiles. Huch, Entschuldigung, hab ich gerade endloses gesagt? Verdammt. Ja. Ein Endgeiles. Ob ich dann den Lehrer rausschmeißen würde? Nein. Sicher? Ja. Jetzt die Schule nicht. Das ist meine Schule und meine Schule ist. Scheiße. Der Schuss hat ihre Silikonkissen ganz schön tanzen lassen. Oh, Alter, hast du auch noch einen Spruch? Ich bin mal in der Schule neben meiner damaligen Freundin noch gesessen. Es ist jetzt mittlerweile meine Ex. Oh, guck mal, hey. Der schöne Magierturm. Frag den Magier doch mal, ob er nicht einen Zauber sprechen möchte. Zurück in die Küche, Vibe! Ja? Ist das so eine Art Keuschheitsgürtel für Adlige? Ja, auf jeden Fall bin ich damals neben meiner damaligen Freundin gesessen und dann hat mich die Lehrer mal rausgeschmissen aus dem Unterricht wegen Fummeln. Das ist cool, oder? Da war ich schon in der Berufsschule und das habe ich dann meinem damaligen Auszubildenden erzählt. Und sie hat gemeint, das ist weiter cooler, so, die ist alt genug, um geknallt zu werden. Unterricht geschmissen zu werden. Passt, mach weiter so. Hast du sie wirklich befummelt? Ja, natürlich. Hallo? Oh Gott, ich glaube, so eine Meisterleistung wäre reif für so aus wie 10 Dinge, die sie nicht tun. Noch so ein Schuss und die kommt sich vor wie ein Moorhuhn. Und da ist der Schuss. Und tot gewonnen. Nicht tot, sie wurde besiegt. Wir wollen ja, dass sie noch kinderfreundlich gestalten. Sie ist tot, ihren Körper hat total zerfetzt. Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber jetzt haben sich Feuer und Eis gegen uns verbündet. Dieser hässliche Krieg ist so laut und macht meinen schönen Garten kaputt. Mach, dass es aufhört. Ich hoffe nur, dass meiner lieben Schwester aus der Wüste nichts passiert. Vernichtung der beiden Gegnerinnen, Eis und Vulkan, verbündete Wüstenkönigin muss überleben. Tipps, nutze defensive Forschung, Splitterschutz und Mauerausbau. Weißt du, was ich von deinen Tipps halte? Ich halte gar nichts von deinen scheiß Tipps. Ich baue hier eine Munitionsfabrik. Ich will nicht sagen, das ist wieder die Ultra-Hardcore-Mission, wo wir letztens noch verkackt haben. Ja. Oh Gott, wenn das wieder so wird, dann wird das lustig. Und es war so lustig, es war so toll. Und dann meinte Frank, hey, dann nimmt Frank, wenn die Braut uns damit trifft, kannst du deine Burg als 100.000 Teile-Puzzle verscherbeln. Haben die beiden jetzt so eine dicke Luise? Nee, die dicke Luise ist eine Königinwaffe. Ah. Kann nur eine Königin haben. Die andere Königinwaffe ist die Höllenorgel. Schieß doch ein bisschen weiter, die dürft. General, der Zauber ging gegen uns. Pest? Oder was ist das für ein Zauber? Ich hab keine Ahnung. Endgeiles Fratzengeballer! Es wäre für mich jetzt also halt aus, als wäre der grüne Dampf, also hätte ich jetzt auf Pest getippt oder so. Bei Samus hat man gesehen, wie letztens halt so eine Pestboy bei der Dokumentation mit dem Pestboy damals aussah, das ist aber echt eklig. Kann man diese aufplatzen, das ist echt schrecklich. Hey, Meister, du kannst jetzt dein neues Spielzeug ausprobieren. So, Zielgenauigkeit ist erforscht, das war schon mal wichtig. Lass meine Munitionsfabrik in Ruhe. Noch so ein Schuss und die kommt sich vor wie ein Moorhuhn. Oh weh, oh weh, oh weh. Okay, die Königinwaffe ist kaputt. Vom Gegner meinst du? Ich habe keine Königinwaffe.
Ach so. Das ist schon mal gut. Jetzt ist schon mal wenigstens die Gefallenschaft. Och man, die letzten. Mann, no! Ich bin traurig, dass die Aufnahme weg ist. Das Problem, jede Königin hat eine eigene Königinwaffe. Ja? Ja. Ich bin wieder bereit. Was soll ich jetzt tun? Bei der Eiskönigin ist es eben die dicke Luise, bei der Waldkönigin ist es die Trebuchet, bei der Vulkankönigin ist es die Höllenorgel. Und bei dir? Trebuchet, habe ich doch gesagt. Achso, ich dachte, weil deine irgendwie so auf Koppenrattenwiese steht, dass die, welche, keine Ahnung, den Killer sagen. Endgeiles Fratzengeballer! Oder die Todeslilie, also was hat schon er zugetraut bei der kranken Eulen? Bei der Waldkönigin? Ja. Da würde sowas wie Todeslilie passen. Oder Grashalm, der verdammt ist. Ich muss mal ein bisschen reparieren lassen. Sonst gehen meine ganzen Gebäude noch hops. Dann parkt doch nächstes Mal ein bisschen mehr links. Der Schuss hat ihre Silikonkissen ganz schön tanzen lassen. Wir hatten ja die Diskussion mit fahrenden Gebäuden schon. Und du fährst. Ich habe aber noch meine aller. Ich glaube, meine allererste Testaufnahme war das. Der hat gesessen! Oh komm, stirb schon, du Scheißkönigin. Das ist eine Eiskönigin, keine Scheißkönigin. Die sind alle scheiße. Auch meine! Ja, auch meine, die sind am beschissensten! Nein, ich meinte auch die Domina. Nein, die ist geil. Was mit deiner Freundin? Also ist ja auch bestimmt auch deine Königin. Nein, ich bin der König. Und sie deine Königin, wenn sie. Sie ist eine bedienstete Sexsklavin. Guter Mann, guter Mann. Ich meine, warum sollte man sich da beschweren? Keine Frauen denn mehr. Nein, so muss ich gar nicht unterstellen. Ich bin kein Frauenfeind. So, die erste Königin ist vernichtet. Jetzt der Vulkanschnepfe. Er sind nicht Schnepfe, nur weil sie Schnupfen hat. Ich weiß, die Wortwitze werden immer. Immer beschissener, ja. Ein Niveauvoller, wollte ich sagen, aber beschissener trifft es auch. Ja, ist fast das Gleiche. Ja, aber du fast. Ein bisschen kurz. Die da drüben sind unsere Gegner. Morgen Kino. Ist schon ein bisschen spät, aber ich will noch aufnehmen, weil aufnehmen ist cool. Aufnehmen ist richtig cool. Ja klar. Das ist Let's Play. Aua! Let's Play, ich meine, wir tun YouTube da einen großen Gefallen. Übrigens. Nervt mich die allerneueste. Perfekter Schuss. 10 auf einen Streich. Jawoll. Hast du es verstanden? Nein. Ich höre dich nicht, wenn der redet, weil. Ja. Halt die neueste Videowerbung, die vorgestellt wird, zwar halt wegen dem Next Up. Alter, so eine dumme Scheiße. Nur, dass man 18 Jahre alt sein muss und so, ist schon auch ganz okay. Aber hab mindestens 6 vorgestellte Videos, hab mindestens 5000 bis 15.000 Abonnenten so gedöns. Ich meine, damit fordert man schon welche, die schon relativ bekannt sind. Ja. Ich finde die unbekannt. Ich meine, ich würde eher Leute wie kennen so gute Laune Tim, ich glaube nicht. Es sei denn, du hast dir mein Meinungsvideo angeguckt. Gute Laune Tim zum Beispiel würde ich fördern, weil der für seine Reviews und sowas und solche anderen Kategorien ein echt gutes Konzept. Ich rede viel zu schnell, dass mein ganzes Name den ich überhaupt nicht mehr verstehen kann, weil ich viel zu schnell rede, auf so schnell zu reden, sonst können meine Leute dich nicht verstehen. Ein Magier steht im Walde ganz still und stumm. Denkst du nicht, der möchte auch arbeiten? Ich glaube, dass ich dir gleich mit einem Stumpf auf den Schädel haue. Nein, und übrigens habe ich jedes Wort von dir verstanden, aber egal. Ja, du, aber nicht meine Zuschauer. Ja. Über welches Thema geht es aber? Genau, gute Laune-Typ macht halt für seine Videos ein sehr gutes Format. Aber er hat halt nur, Anführungsstrichen, 3000 Abonnenten. Bisschen kann er dazwischen sein, ja, aber ich würd ihm halt das Next Up gönnen. Deswegen. Und da muss ich dann sagen, ich hab den neuen Zauberspruch drauf. Neugierig? Neugierig? Fick dich, du alter Krüppel!
Und zum Beispiel da finde ich ja den Diskussionsraum berechtigt, dass halt zum Beispiel ganz viele Let's Player sich da bewerben. Aber Sieg! Let's Plays ist. Das. Oh, wie langweilig. Ich fand das von der Form besser. Gratulation, du hast gewonnen. Nochmal, das ist ein Scheißdreck, will ich nicht nochmal machen. Ja, Leute, das war die erste Kampagne. Jetzt kommt die, Wüstenkönigin. Genau, ich war gerade von den Brüsten abgelenkt. Ich meine vom Gesicht. Ich meine von den Titten. Ah, was, egal. Ja. Weißt du, das Bild, das, warte, das Bild ging noch kurz zurück. Ich habe kurz die Muse hab ich geküsst. Das Bild, wenn ich jetzt mal poetisch interpretiere, erinnert es einfach stark an Krieg der Welt. Okay, kannst weitermachen. Ich glaube, der war zu hochgestochen für dich. Aber so. Wenn ich erstmal. Ja. Ich dachte, wir machen die Wette erstmal einen kurzen Cut, um das abzuspeichern. Ich teste mal noch von uns, aber naja. Wozu? Königin-Waffe.